Schätze, es ist Zeit, sich um die Cupcakes zu kümmern. Bist du hier draußen, Bella? Komm schon, Bella. Alle warten auf dich. Da bist du. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Dachtest du, ich krieg kalte Füße? Nein. Ich weiß, dass du vor nichts Angst hast. Ich meine, wovor sollte ich Angst haben? Das ist eine große Ehre. Genau. Warte, ich bin mir nicht sicher, ob du das ernst meinst. Naja, da ist eine Sache, die mir echt Angst macht. Was ist das? Ich habe Angst davor, dass du nichts zu essen bekommst, weil ich vor dir beim Maidenmahl bin. Träum weiter. Komm schon, lahme Ente. Beweg dich, Schwester. Hallo? Wow. Hurra! Da ist ja meine Veloria. Oh, schaut euch nur mein wunderschönes Mädchen an. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's einfach nicht glauben. Wir sind sehr stolz auf dich. Ich denke, das ist es, was deine Mutter sagen wollte. Oh, sie ist noch nicht einmal angekleidet? Können wir das nach dem Kuchen erledigen? Komm schon, zuerst Kuchen. Na gut, aber jetzt beeil dich. Bringen wir den ganzen Spaß hinter uns. Euer Kuchen. Wo habe ich denn das Messer hingelegt? Keiner fasst den Kuchen an, bevor ich das Zeremonienmesser gefunden habe. Weißt du, wo Mamas Messer ist, Rocky? Wenn ich das wüsste, würden wir jetzt alle Kuchen essen. Es gibt wahrscheinlich kein anderes Messer, das wir benutzen könnten. Doch, ich habe eins. Aber deine Mama hat ein besonderes mitgebracht. Sie will, dass an deinem Ehrentag alles perfekt ist. Levina? Was ist los, Mädchen? Hast du eine Ahnung, wo Mamas Messer ist? Wir sind spät dran. Wenn ich es wüsste, hätte ich den Kuchen angeschnitten, ihn ihr in den Rachen gestopft und wir wären schon längst auf dem Weg. Kann ich über das Maiden mal fragen? Hast du in der Maidenausbildung nicht aufgepasst? Wie viele dieser Festmähle hast du schon organisiert? Mal sehen. Mein neuer großer Mob erscheint alle 14 Jahre. Ich habe 6 davon gesehen, also... Hey, willst du etwa herausfinden, wie alt ich bin? Das wirst du nie erfahren. Was ist Mock Chodra? Der letzte in einer langen, vornehmen Reihe großer Mocks, die unsere Ländereien besuchen. Vornehm? Naja, alles, was so lange lebt, wird irgendwann vornehm. Ich meine, schau mich an. Wo kommen Geschöpfe wie Mock Chodra überhaupt her? Sie kommen aus den Ländern hinter dem Pestdamm. Ich möchte über den Pestdamm hinausreisen. Das ist verboten! Aber vielleicht hast du Glück und wirst bald in Mock Chodras Magen dorthin gebracht. Was wissen wir über diese großen Mocks? Die großen Mocks haben unsere Ländereien seit jeher besucht. Sie bleiben jahrelang in der Wildnis verborgen. Und dann kommen sie heraus, um zu fressen. Nachdem sie gefressen haben, kehren sie in ihr Land zurück und wir denken, dass sie sich dann paaren. Du denkst wirklich an sowas? Naja. Warum ich? In jedem Dorf, das von einem Mock besucht wird, wählen die Dorfbewohner die Maiden aus, die die besten Seiten ihres Dorfes repräsentieren. Bei dir habe ich keine Ahnung. Mock Chodra greift andere Dörfer an? Natürlich! Wolkenheim hatte sein Maidenmahl gestern. Daher wissen wir, dass er als nächstes hierher kommt. Es ist echt schwer, mit ihnen gleichzuziehen. Tolle Arbeit mit den Federn. Okay, ich denke, ich weiß jetzt alles, was ich über das Maidenmahl wissen wollte. Du musst einfach nur hübsch in deinem Kleid aussehen. Wir kümmern uns um den Rest. Warum bekämpfen wir Mock Chodra nicht einfach? Schweig! Solches Gerede könnte das Maidenmahl ruinieren. Wenn du das Mahl ruinierst, wird Mock Chodra dieses Dorf mitsamt deiner Familie vernichten. Willst du das etwa? Nein. Mein Opa scheint sich nicht sehr über das Mahl zu freuen. Dein Opa stammt aus einer anderen, schlechteren Zeit. Deine Oma war auch so. Möge sie in Frieden ruhen. Nicht alle Dorfältesten sind so hip und am Puls der Zeit geblieben wie ich. Ich suche besser nach dem Messer. Und beeil dich. Wenn wir zu spät sind, wirst du nicht ausgewählt und deine Familie wird entehrt. Opa Biestender? Hä?
Weißt du, wo Mamas Messer ist? Wenn ich's wüsste, würde ich's dir nicht sagen. Ich will nichts mit diesem Schandmal zu tun haben. Ja, um ehrlich zu sein, bin ich mir auch nicht so sicher, was dieses Maidenmal betrifft. Dann kämpfe, Mädchen! Zeig ihnen, aus welchem Holz du geschnitzt bist! Ich hoffe, dass du das Mädchen nicht mit Unsinn verwirrst, Bormel. Warum hast du das Maidenmal, Opa? Weil das hier einmal ein Dorf von Kriegern war. Das ist alles ein schlechter Witz, Mella. Warum haben wir das Kriegerleben aufgegeben? Levina Kletsch und ihresgleichen. Sie meinten, dass es zu viel Blutvergießen gegeben hat, wollten einen anderen Weg gehen. Also gaben wir nach und wurden ein Dorf von Bäckern. Hey, Opa, willst du einen Cupcake? Ja. Ich suche besser nach dem Messer. Wag dich! Das habe ich mit Absicht versteckt. Du hast was? Och, nichts. Oh, also wo... Opa, wie ist denn da? Hä? Ich suche besser nach dem Messer. Nein, hier nicht. Mama? Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn wir das Monster bekämpfen, anstatt es zu füttern? Das klingt nach meinem Mädchen. Das ist das Beast-Ender-Blut in ihr. Bitte, meine Lieben, mach das nicht schwerer, als es eh schon ist. Mama, ich habe mich gefragt, was wäre, wenn... Ich hoffe, dass das Kleid nicht maßstabsgetreu ist. Wie soll ich mich denn in sowas bewegen? Vielleicht ist das Messer unter diesem Handtuch. Ha! Das wirst du nie finden! Ich hoffe, dass du das Messer nicht versteckt hast. Zu deinem eigenen Besten. Eines der besonderen Handtücher meiner Mutter. Und es ist noch trocken. Fass die Roten nicht an! Mama hat die nur für mich gemacht! Wirst du die alle essen? Ich hatte bereits 6 davon! Das erklärt so einiges. Nicht, bevor ich das Messer gefunden habe, junge Dame. Sie hat mich bereits erwischt, wie ich meine Finger benutzt habe. Die Frau hat Augen im Hinterkopf. Levina? Was ist los, Mädchen? Warum bekämpfen wir Mock Chotra nicht einfach? Schweig! Solches Gerede könnte das Maidenmal ruinieren. Wenn du das Mal ruinierst, wird Mock Chotra dieses Dorf mitsamt deiner Familie vernichten. Willst du das etwa? Nein. Ich suche besser nach dem Messer. Und beeil dich. Wenn wir zu spät sind, wirst du nicht ausgewählt und deine Familie wird entehrt. Ich weiß noch, ich hatte es. Und dann? Das ist so frustrierend. Ich bin zu nervös, um zu essen. Habe ich es in der Küche gelassen? Wenn es einen Tag zum richtig Zuschlagen gibt, dann heute. Es ist ganz sicher hier irgendwo. Für mich? Für dich, Opa. Da lasse ich mich nicht lumpen. Opa, wie ist denn da? Hä? Ich suche besser nach dem Messer. Opa, wie ist denn da? Hey, Opa, willst du einen Cupcake? Ich suche besser nach dem Messer. Ah, warum nicht? Hey, willst du einen Cupcake? Auf keinen Fall, es ist dein Ehrentag. Und die Weißen sind widerlich. Er probiert nie seine eigenen Backwaren. Vielleicht.